Super. Ganz herzlichen Dank, Frau Bräuninger, für die ganz lieben Einleitungsworte und die Möglichkeit, hier aufzutakten. Ich hoffe, Sie werden nicht allzu enttäuscht sein. Ich habe versucht, ein Thema zu wählen oder bewusst ein Thema gewählt, von dem ich denke, dass es sich vielleicht eignet für eine solche Reihe, gerade am Anfang. Und zwar ein Thema, das kein Allerweltsthema ist, das mich selber immer wieder frappiert in folgender Hinsicht. Man startet mit einer Betrachtung und mit Überlegungen zu einem ganz harmlosen Begriff und zu einer ganz harmlosen Eigenschaft in unserer Welt, nämlich der Eigenschaft der Händigkeit. Buchstäblich etwas, was uns tagtäglich vor Augen steht, auch wenn wir morgens in den Spiegel gucken. Ich denke einfach an Objekte, die durch Spiegelung ineinander überführt werden können. Das sind händige Objekte, spiegelasymmetrische Objekte, werde ich sagen. Und ich will nach und nach Ihnen zeigen, was für tiefschürfende Fragen sich an diese zunächst harmlos daherkommende Eigenschaft anschließen lassen, bis hin zu Problemen der modernen Physik, insbesondere und einem bis heute hin nach meinem Dafürhalten ungelösten Fragestellung, oder, wenn Sie so wollen, auch einem Rätsel über das Wesen und des Phänomens der Händigkeit in der modernen Physik. Weiteres im Verlauf der Vorlesung, die man vielleicht unter den Titel stellen könnte oder die man diesem Herrn widmen könnte, in gewisser Weise, insofern jedenfalls ein Teil dessen, was ich hier erzähle, in diesem Buch gut nachzulesen ist. Martin Gartner, der berühmte Mathematikhistoriker und Mathematikpublizist, nicht Historiker, Publizist, der für Spektrum und also Scientific American geschrieben hat und eben eine ganze Reihe Bücher herausgegeben hat. Ich kann in diesem Zusammenhang The New Ambidextrous Universe, da gibt es schon die dritte Edition von, empfehlen. Und ein Teil dessen, was ich hier vortrage, habe ich auch in Anregungen aus diesem Buch entnehmen können. Der zweite Teil der Vorlesung koppelt sich dann ein wenig davon ab. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das Osma-Problem ist. Das Osma-Problem ist ein Ausdruck, den Martin Gartner prägt, nach wiederum einer zunächst etwas ganz anderen Fragestellung, nämlich dem sogenannten Osma-Projekt. Aber was ist das? Das Osma-Projekt ist von Frank Drake so benannt worden. In den 60er Jahren mit dem Beginn der Radioastronomie begann auch die Frage, sollten wir nicht systematisch nach der Möglichkeit extraterrestrischer Intelligenz forschen? Und man hatte mit der Radioastronomie ein neues Fenster zum Universum geöffnet, gewissermaßen also ein neues Fenster im elektromagnetischen Spektrum, konnte Dinge sehen, die man vorher nicht sehen konnte, buchstäblich. Und der damals führende Radioastronom in den USA war, wie es der Zufall wollte, ein Bewunderer von den in Amerika ja sehr bekannten Geschichten um den Wizard of Oz von Frank Baum. Dort gibt es also offenbar eine Figur, die heißt Osma, der König Osma, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es gibt auch eine Figur, die wird in einer dieser Geschichten The Long-Eared Hearer genannt. Und The Long-Eared Hearer ist wohl so eine Figur, der hat so ein riesengroßes Ohr und kann, wenn er das Ohr auf den Boden hält, Geräusche hören, die tausende von Meilen entfernt sind. Und Frank Drake dachte, das machen wir doch eigentlich jetzt hier. Wir horchen in den Weltraum. Und insofern könnte ich doch das, was wir hier machen, das Osma-Projekt nennen. Also in Reminiszenz an den Wizard of Oz. Und in Reminiszenz an das schlägt nun Martin Gartner vor, ein Problem aus der Kommunikations- und Signalübertragungstheorie und Nachrichtentechnik, das schon länger bekannt ist, als das Osma-Problem zu bezeichnen. Und zwar, das, was ich hier kursiv gedruckt habe, wie lässt sich die Bedeutung von rechts und links über einen seriellen Datenkanal übertragen? Was soll das heißen, die Bedeutung von rechts und links? Die Vorstellung ist vielleicht folgende. Nehmen wir an, wir hätten Erfolg mit unserer Suche nach extraterrestrischen Radiosignalen, mit dem, heute sagen wir ja, das SETI-Projekt. Wir hätten mit diesem Projekt Erfolg. Ja, das wäre natürlich eine ganz irre Vorstellung. Insbesondere würde es vielleicht bedeuten, wir wären in Kontakt mit einer fremden Intelligenz, die möglicherweise in einem ganz anderen Sektor des Universums lebt und mit der wir, das wollen wir mal für die Zwecke des Gedankenexperiments unterstellen, nur über einen seriellen Datenkanal kommunizieren können.
Wir wollen auch annehmen, dass wir diese Kommunikation schon mal in den Grundfesten bewerkstelligt haben. Also man muss irgendwie einen gemeinsamen Code finden. Irgendwie muss man sich natürlich verständigen können. Was auch immer da die Krücke sein mag, vielleicht sollten wir annehmen, dass es möglich sein wird, sich in der Sprache der Mathematik jedenfalls irgendwie zu verständigen. Wenn wir mal annehmen, dass das ein bisschen ein Code ist, den wir im Universum finden und man sich darüber austauschen kann. Intelligente Wesen finden vielleicht die Gesetze der Mathematik, so wie sie vielleicht auch die Gesetze der Physik finden werden. Dann, neben vielen, vielen anderen Fragen zugegeben, wird sich eines Tages möglicherweise auch diese Frage hier stellen. Lässt sich, können wir unseren Freunden am anderen Ende der Leitung erklären, was wir mit den Ausdrücken rechts und links meinen? Und Martin Gardner, und das will ich Ihnen illustrieren, sagt ganz berechtigt, it is a puzzling question. Although an old problem, it has not yet been given a name, I propose to call it the Osma problem. Und jetzt mal in Gardners eigenen Worten, wie dieses Problem aufzuziehen ist. Assume we have already established fluent communication with planet X by means of a language and by the use of pictures. We have asked them to scan their rectangles from top to bottom, and from left to right. There's no possibility of their misinterpreting what we mean by top to bottom. Top is the direction away from the center of a planet. Bottom is toward the planet's center. Front and back is no problem either. But having established the meanings of up, down, front, back, how do we make clear our understanding of that third pair of directions, left and right? How can we be sure when we transmit a picture of, say, what we call a right-handed helix, they receive a picture of a helix with the same handedness? In brief, how can we communicate to Planet X our meaning of left and right? Dieses Problem benutze ich so ein bisschen als didaktischen Einstieg. Wenn Sie anfangen, darüber nachzudenken, wie man das machen kann, werden Sie feststellen, dass das nicht einfach ist, vielleicht gar nicht geht. Vielleicht ein bisschen noch zur Motivation, warum das so ein Problem ist. Nehmen wir mal an, wir würden unseren Freunden auf dem Planeten X weit entfernt eine Anweisung schicken wollen, wie man Spielwürfel herstellt. Wie würden wir da vorgeben? Also wir spendieren uns, dass wir schon übertragen haben, was ein Würfel überhaupt ist. Eine geometrische Figur, die bestimmte Drehsymmetrien erfüllt. Das alles lässt sich sozusagen in Terms of Mathematics übertragen. Und wir würden Ihnen sagen, baut ein solches Gebilde. Die Größe ist im Moment egal. Baut ein solches Gebilde und ihr habt jetzt 6 Seiten. Keine ist bevorzugt. Das ist so ein drehsymmetrisches Objekt. Und jetzt fangen wir an, diese Seiten zu beschriften, zu markieren. Sucht euch eine Seite aus und macht eine 1 drauf. Und dann befolgen wir folgende Regel. Gegenüberliegende Seiten eines Spielwürfels sollen immer die Augenzahl Summe 7 besitzen, sodass Sie also, wenn Sie die 1 ausgewählt haben, die gegenüberliegende Seite mit 6 markieren. Jetzt sucht euch eine zweite, beliebige Seite aus und markiert die mit 2 und entsprechend wieder die gegenüberliegende Seite mit 5. Jetzt bleiben 2 Seiten übrig, die wir mit 3 und 4 beschriften müssen. Und jetzt entsteht allerdings eine Ambiguität. Denn bisher war es möglich, eine beliebige Seite auszuwählen. Jetzt allerdings würde die Wahl einer Seite zur Erzeugung eines, wie wir sagen würden, rechtsdrehenden Würfels und die Wahl der anderen Seite mit der 3 zur Erzeugung eines linksdrehenden Spielwürfels führen. 2 verschiedene, physikalisch verschiedene Gebilde, die man nebeneinander legen kann und die einfach distinkt sind. Das war anders bei der Auswahl von 1, 6 und 2, 5. Da ist es so, wenn Sie sich vorstellen, wir beschriften den Würfel nur mit 4 Zahlen, dann können Sie die Gebilde, die da entstehen, immer nebeneinander legen und durch Drehung sozusagen parallelisieren und nebeneinander legen. Die sind physikalisch nicht unterscheidbar, also. Jedenfalls nicht, was diese Bezeichnungen der Seiten angeht. Bei diesem dritten Paar von Zahlen entsteht ein de facto Unterschied. Ein Unterschied in dem physikalischen Ding. Deshalb, das ist so relevant, deshalb traktiere ich das so, weil uns das jetzt weiter interessiert. Es gibt 2 mögliche Orientierungen und die Auswahl, welche Orientierung zu treffen ist, können Sie den Freunden am anderen Ende der Leitung nicht kommunizieren. Überlegen Sie sich, wie Sie das machen wollen, es geht nicht.
Jedenfalls nicht unter bestimmten Voraussetzungen, die ich gleich noch etwas genauer festzurren werde. Wir könnten auch sagen, oben und unten, vorne und hinten ist in gewisser Weise konventionell, beliebig, Sie dürfen auswählen, was Sie wollen, rechts und links ist es nicht. Wohlgemerkt, es geht mir bei der ganzen Sache jetzt nicht um die Frage, was wir rechts und links nennen, also wie wir die Worte an die Dinge dran kleben. Das ist natürlich, also Sie dürfen das auch Hänschen und Peter nennen oder wie auch immer. Das ist nicht unsere Fragestellung. Die Übertragung der Bedeutung von rechts und links wurde von Gartner als das Osmar-Problem bezeichnet und ich möchte gewissermaßen sagen, die Unlösbarkeit des Osmar-Problems bezeichne ich jetzt in der Folge als gewissermaßen die Osmar-Barriere. Offenbar hat das Ganze damit zu tun, dass wir eben die Bedeutung auch der Anweisung zur Erzeugung eines händigen Objektes nur bis auf Spiegelungssymmetrie kommunizieren können. Nun stellt sich die Frage, warum haben wir dieses Problem nicht in unserer Alltagswelt? Nun ja, weil wir in der Lage sind, rechts- und linkshändige Objekte durch Zeigeverfahren und Zeigeoperationen voneinander zu unterscheiden. Ich kann Ihnen sehr wohl einen rechtsdrehenden Würfel hier auf den Tisch stellen und einen linksdrehenden Würfel hier auf den Tisch stellen. Und dann können wir uns darüber einigen, ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht genau, welche dieser Orientierungen wir als rechtsdrehend und welche wir als linksdrehend bezeichnen. Also wir können uns darauf einigen und wir können andere Objekte daneben stellen und entsprechend durch ostensive Definitionen unsere Definitionen oder Konventionen jetzt von der Zuordnung von rechts und links zu den physikalischen Gegenständen klären. Das bedeutet eine wichtige Einschränkung für das Osmar-Problem und infolgedessen die Osmar-Barriere. Wir müssen annehmen, dass wir und unsere Freunde am Planeten X nicht dieselben Objekte sehen können. Und auch nicht Zugriff haben auf dieselben Objekte. Also wir müssen hier zum Beispiel annehmen, die sind so weit weg, dass es keinen Sektor des Universums gibt, den wir gemeinsam sehen können. Nicht irgendwelche Spiralgalaxien, die wir gemeinsam sehen können. Dann könnten wir natürlich sagen, diese Spiralgalaxie, die eine Bevorzugsdrehung hat, die nennen wir rechtsdrehend. Und voilà, dann haben wir unsere Konvention ostensiv weitergegeben. Das schließen wir im Moment mal aus, dass das möglich ist. Dann ist die Unlösbarkeit dieses Problems tatsächlich die Tatsache, dass sich die Bedeutung von rechts und links nicht über einen seriellen Datenkanal kommunizieren lässt. Was ist eigentlich die genaue Natur von rechts und links, wenn man das einmal im Hinterkopf hat? Vielleicht noch ein bisschen zur Illustration, nur dass wir uns da einig sind. Ich meine wirklich rechts und links im ganz landläufigen Sinne und ich meine die ganze Vielfalt des Vorkommens von händigen Objekten, spiegelasymmetrischen Objekten in der Natur, aber auch in Kulturgegenständen, technischen Gegenständen. Also alles, was Sie wollen, ob das Schrauben sind oder das DNA-Molekül, Bohrer, Hände, Haarwirbel, Schneckengehäuse, die Anordnung von Blättern in einer Blume, der Windwirbel, das Treppenhaus, die Spiralgalaxie, das ist, glaube ich, ein Elefantenrüssel und natürlich das ganze Reich der organischen Chemie, in dem es von drehorientierten Molekülen nur so wimmelt. Händigkeit, so behaupte ich, ist eine ziemlich seltsame Eigenschaft. Eine ziemlich mysteriöse Eigenschaft. Was für eine Eigenschaft? Das will ich näher untersuchen. Naja, augenscheinlich ist es eine räumliche Eigenschaft. Es ist eine Eigenschaft von Objekten im Raume. Um also zu klären, was Händigkeit eigentlich ist, muss man sich ein bisschen etwas über die Natur des Raumes Gedanken machen. Und tatsächlich ist das der Brückenschlag, den ich machen möchte. Wir werden nämlich etwas über die Natur des Raumes rückschließen, über die Tatsache der Existenz händiger Objekte in der Welt. Händige Objekte kommen in zwei Konfigurationen vor. Wir nennen sie rechts und links, manchmal auch rechtsdrehend oder linksdrehend. Sie sind die Ergebnisse von Spiegeltransformationen. Ich denke, das dürfte alles klar sein. In gewisser Weise dürfen Sie Ihre beiden Hände als paradigmatische Fälle des Ganzen ansehen, auch wenn sie nicht perfekt spiegelsymmetrisch sind. Aber wir tun im Moment mal so. Wie könnten wir das definieren? Hier gebe ich zunächst eine informelle Definition. Händige Objekte sind solche, deren Spiegelungstransformierte mit dem Urbild nicht in Deckung zu bringen sind. Es gibt keine Chance, die rechte Hand auf die linke zu matchen oder so etwas. Jedenfalls nicht, indem ich gewissermaßen die eine Hand irgendwie im Raum verschiebe oder drehe und dann versuche, mit der anderen in Deckung zu bringen. Oder, um es ganz landläufig zu sagen, ein rechter Handschuh passt nicht auf eine linke Hand und umgekehrt.
verwandte Termini, die mit demselben Problem zu tun haben, die nicht alle genau dasselbe bedeuten, aber in dieselbe Richtung zielen, sind natürlich technische Ausdrücke wie Parität, Chiralität, Helizität, Enantiomorphie, Stereoisomerie etc. Das Ganze hat etwas mit dem mit der Frage nach dem Raum zu tun, behaupte ich. Und das ist nun ein alter philosophischer Topos, insbesondere ein physikphilosophischer oder früher hatte man gesagt naturphilosophischer Topos. Die Frage, welchen Status der Raum eigentlich hat, beschäftigt sowohl die Naturwissenschaft als auch die Physik und jedenfalls die Nahtstelle beider von Anbeginn an. Sie können, und die beiden möglichen Antworten, die man hier im Extrem geben kann, sind eigentlich schon bei Platon und Aristoteles angelegt. Sie zeigen sich aber sehr viel später, was ich gleich noch zeigen werde, im Gegensatz paar von Newton und Leibniz. Und sie werden durch diese beiden vornehmen Ausdrücke charakterisiert. Es gibt da zum einen die Position des Substantialismus und es gibt zum anderen die Position des Relationalismus. Das eine ist, wenn Sie so wollen, der Substantialismus ist ein Realismus bezüglich des Raumes. Auf die Frage, ob der Raum existiert, noch gar nicht wie er existiert, sondern ob der Raum existiert, unabhängig davon, ob Objekte im Raum existieren, antwortet der Substantialist positiv. Das heißt, er kann insbesondere auch annehmen, dass ein leerer Raum existieren kann. Er muss das nicht annehmen, aber er kann das zulassen. Oder um es vornehmer auszudrücken, Vakuumlösungen, beispielsweise der Feldgleichungen, sind legitime Lösungen und sind nomologisch mögliche Welten, um es mal philosophisch im philosophischen Jargon auszudrücken. Es sind nomologisch mögliche Welten, soll heißen, das sind mögliche Welten, in denen dieselben Naturgesetze herrschen wie unsere Welten. Es ist nicht faktisch unsere Welt, denn unsere Welt ist ja offenkundig mit allerlei Gegenständen bevölkert. Aber es sind mögliche Welten, es wäre ein Szenario, das unsere Naturgesetze nicht verletzt, behauptet der Substantialist. Der Relationalist kann das nicht behaupten. Der Relationalist muss behaupten, dass ein leerer Raum nicht existieren kann. Für den Relationalisten ist der Raum keine Entität per se oder keine Entität sui generis, wie wir so etwas vornehmer sagen würden. Der Raum ist für ihn die Menge aller möglichen Lagebeziehungen der Körper, aller möglichen Körperrelationen, daher der Name Relationalismus. Aller möglichen, da kommt irgendwie so ein modales Element rein, es können nicht nur die faktischen Lagebeziehungen sein, denn wir nehmen ja nicht alle Körper, nehmen ja nicht permanent alle möglichen Raumpunkte ein. Also da, er muss tatsächlich sagen, es ist die Menge aller möglichen Körperrelationen. Und dieser Disput zwischen diesen beiden Schulen, zwischen diesen beiden philosophischen Doktrinen wird nirgendwo deutlicher vorgeführt als in dem berühmten Disput zwischen Newton und Leibniz, der uns durch den Briefwechsel zwischen Leibniz und Samuel Clarke vermittelt ist, der stattgefunden hat in den beiden letzten Lebensjahren von Leibniz 1715 bis 1716. In diesem Streit vertritt Newton eine substantialistische Position. Er ist unter anderem auch der Auffassung, dass der Raum ein absoluter Raum ist. Absolutismus, Substantialismus, nicht ganz dasselbe, aber für die Zwecke meines Arguments tue ich im Moment mal so, als sei das dasselbe. Dürfen Sie ruhig annehmen, das sei dasselbe. Während Leibniz eine relationalistische Position einnimmt. Nun, warum diskutieren hier nicht Clarke und Newton direkt miteinander, Leibniz und Newton direkt miteinander? Nun, die beiden haben sich nicht gut vertragen. Es gab mehrere problematische Berührstellen. Bekannt ist insbesondere, dass die beiden ja einen erbitterten Prioritätsstreit über die Entdeckung der Infinitesimalrechnung führten. Erhard Scholz weiß da noch mehr drüber als ich. Aber insbesondere Newton scheint kein angenehmer Zeitgenosse gewesen zu sein, so genial er auch war als Physiker. Er hat alles dafür getan, seinen ganzen Einfluss geltend gemacht, um Leibniz in England zur Persona non grata zu machen. Und er wäre auch niemals, hätte er sich dazu herabgelassen, mit Leibniz direkt zu kommunizieren. Dieser Briefwechsel ist auf Betreiben der Prinzessin Caroline von Wales zustande gekommen. Leibniz war ja mit dem Königshaus Hannover, war ja dort beschäftigt. Er hat die Prinzessin unterrichtet zunächst. Und naja, das ist alles so eine Story für sich, die ich jetzt hier nicht aufdröseln will. Jedenfalls kommt ein Briefwechsel zustande mit dem uns ansonsten unbekannten Theologen und Naturphilosophen Samuel Clarke, den wir aber
mit Fug und Recht einfach als das Sprachrohr Newtons ansehen können in diesem Briefwechsel. In diesem Briefwechsel streiten die beiden um die Frage, sie streiten um allerlei Fragen, sie streiten um theologische, metaphysische und physikalische Fragen. Mich interessiert eigentlich nur die metaphysisch-physikalische Fragestellung nach dem Status des Raumes, nach dem metaphysischen oder ontologischen Status des Raumes. Hat der Raum Seinsstatus für sich oder nicht? Und hier ist eine kleine Passage aus dem dritten Brief von Leibniz an Samuel Clarke von 1716, in dem Leibniz sehr deutlich vor Augen führt, wie er gegenüber einem Substantialisten relationalistisch argumentiert. Sie werden sehen, das ist eine wunderbare Argumentation, die sozusagen eine Vorwegnahme von Symmetrieargumenten, wie wir sie in der modernen Physik allenthalben finden. Leibniz sagt Folgendes. Warum ist nicht alles in umgekehrter Weise angeordnet worden, zum Beispiel durch Vertauschen von Ost und West? Wenn nun aber der Raum nichts anderes als diese Ordnung bzw. Beziehung ist und ohne Körper überhaupt nichts weiter als die Möglichkeit ist, sie anzuordnen, das ist seine Position, das ist die relationalistische Position, so werden sich diese beiden Zustände, von denen er im ersten Satz spricht, Vertauschung von Ost und West, der eine, so wie er jetzt ist, und der andere, der als von umgekehrter Art angenommen wurde, und zwar von einem Substantialisten als von umgekehrter Art angenommen wurde, voneinander überhaupt nicht unterscheiden. Ihr Unterschied beruht darum nur auf unserer trügerischen Annahme, genauer gesagt der substantialistisch trügerischen Annahme, von der Wirklichkeit eines Raumes an sich. In Wirklichkeit aber ist der eine Zustand genau der gleiche wie der andere, da sie vollkommen ununterscheidbar sind. Es gibt also auch keinen Anlass nach dem Grund für eine Bevorzugung des einen Zustandes vor dem anderen zu fragen. Es ist viel darüber gearbeitet und geschrieben worden, was alles in diese Debatten eingeht. Es ist eine relativ ziselierte Story, die ich hier nicht aufdröseln kann. Nur ein bisschen dazu, was das sozusagen Leibniz hier als Position markiert für seinen Relationalismus. Offenbar geht er davon aus, Raumpunkte selber sind homogen. Sie sind also sozusagen intrinsisch in sich, wenn Sie nur Raumpunkte bezeichnen und betrachten, also Punkte einer Mannigfaltigkeit, von anderen Punkten nicht unterscheidbar. Und dann nimmt er in gewisser Weise ein Symmetrieargument vorweg, indem er sagt, weil Raumpunkte homogen sind oder die Annahme der Homogenität führt dazu zu sagen, Modelle der Raumzeit, die nur über bestimmte Symmetrietransformationen miteinander vermitteln, sind ununterscheidbar, weil Raumpunkte ununterscheidbar sind. Das heißt insbesondere, betrachten Sie nur einen Raum und drehen Sie in dem Raum, beispielsweise den ganzen Raum, von mir aus auch nur Teile des Raums übrigens, oder verschieben Sie den ganzen Raum, dann ändert sich nichts. Sie haben keine Chance, den einen Zustand von dem anderen Zustand zu unterscheiden. Drehung oder Verschiebung des gesamten Raumes haben keinerlei observable Konsequenzen. Das gilt nun auch, wenn Sie Objekte in den Raum hineinfügen. Auch dann gibt es keine observablen Konsequenzen. Wenn, um es mal etwas pathetisch zu sagen, der liebe Gott in diesem Moment, glaub nicht so recht dran, aber wenn er in diesem Moment den ganzen Raum, uns alle, das gesamte Universum, 10 Meter nach links schieben würde, was immer das heißen mag, wir hätten keine Chance, es festzustellen. Genau das wollen wir durch solch eine Symmetrieannahme sagen. Und genau das, dieses Spielchen betreibt Leibniz hier. Dabei setzt er voraus, was sozusagen sein Prinzip der Identität ist. Und dieses Prinzip ist berühmt geworden. Leibniz ist sozusagen einer der ersten, der systematisch über die Frage forscht, was Identität eigentlich ist und wie man Identität philosophisch definieren sollte. Er definiert Identität mittels Ununterscheidbarkeit. Deshalb nennen wir das Leibniz-Prinzip der Identität des Ununterscheidbaren oder wer es vornehm ausdrücken will, Principium Identitatis Indiscernibilium. Falls X und Y, X dieselben Eigenschaften hat wie Y, dann sind X und Y identisch. Offenbar ein Prinzip der Prädikatenlogik höherer Stufe. Ne, wenn X F zukommt, immer dann, wenn Y F zukommt, dann sind X und Y identisch. Ist ein bisschen komisch, das so rum auszurücken. Ich mag es lieber kontrafaktisch, denn vorher sozusagen von zwei Dingen zu sprechen und dann sagen, die sind aber eigentlich identisch, wirkt ein bisschen paradox, man kann es aber auch andersrum ausdrücken, man sagt, es gibt keine zwei Dinge, die sich in allen Eigenschaften gleichen. Das ist die Aussage des Leibniz-Prinzips. Ist nicht unbedingt selbstevident, dieses Prinzip,
Es gibt auch darüber interessante Betrachtungen, gerade in der modernen Physik, dass dieses Prinzip möglicherweise in der Quantenmechanik verletzt ist. Es ist kein so ohne weiteres selbstverständliches Prinzip. Leibniz nimmt es aber als ein metaphysisches Prinzip an. Die Umkehrung dieses Prinzips scheint mir schon sehr viel interessanter zu sein als sozusagen wirklich fundamentales metaphysisches Prinzip, aber das wollen wir mal nicht betrachten im Moment. Also das ist sozusagen die Argumentationsstruktur, die im Hintergrund steht bei Leibniz, weshalb er sagt, du Substantialist bist völlig im Irrtum, wenn du annimmst, der Raum hätte sozusagen einen Status für sich, weil du dann annehmen musst, dass wenn Gott den gesamten Raum um 10 Meter verschiebt, dass dann de facto zwei unterschiedliche Zustände existieren. Er hat ja dann etwas am Zustand der Welt geändert. Das hat aber keinerlei observable Konsequenzen. Es greift die Identität des Ununterscheidbaren, also irrst du. Erinnern Sie sich an diese erste Passage, wo Leibniz so schön sagt, warum ist nicht alles in umgekehrter Weise angeordnet worden, zum Beispiel durch Vertauschen von Ost und West? Bisher hatte ich mich über diese Ungenauigkeit dieser Formulierung insofern hinweggesetzt, als ich das so getan habe, naja, dieses Vertauschen von Ost und West ist sowas Ähnliches wie das Verschieben oder eben auch, und so kann man ja Ost und West auch vertauschen, das gewissermaßen das Drehen des gesamten Raumes, sagen wir um 180 Grad. Das wäre eine Möglichkeit, Ost und West zu vertauschen. Vielleicht hat er das gemeint. Tatsächlich ist die Passage aber undeutlich. Sie ist vage. Es gibt auch nichts in dem Briefwechsel, wo das weiter aufgelöst wird, diese Wahrheit. Denn natürlich kann man diese Vertauschung von Ost und West auf zweierlei Weise erreichen. Einerseits durch Drehung des gesamten Raumes und andererseits durch Spiegelung. Wollen wir diese Leibniz-Äquivalenz der beiden Modelle sowohl für die Drehung als auch für die Spiegelung behaupten? Das ist die Frage, die uns jetzt interessieren sollte. Dabei sollte man im Hinterkopf haben, dass Drehungen und Spiegelungen durchaus nicht dasselbe sind. Mathematisch ist da ein Riesenunterschied. Das eine sind kontinuierliche Transformationen, die können sozusagen aus kleinen Elementen sukzessive aufgebaut werden. Spiegelungen sind diskrete Transformationen. Die sind ihrer Natur nach was ganz anderes. Hätte Leibniz recht, wenn er das auch für Spiegelung behaupten will? Hätte jemand recht, hätte ein Relationalist recht, der ein solches Argument auch für Spiegelung aufrechterhalten will? Sind gespiegelte Welten Leibniz ununterscheidbar? Ein weiterer Klassiker, Frau Bräuninger hat es schon angedeutet, im Jahr 1768 schreibt Kant, und zwar nicht der Immanuel Kant, der dann so berühmt wird, sondern ein Autor, der wahrscheinlich bei weitem nicht so berühmt geworden wäre wie Immanuel Kant später, nämlich der vorkritische Kant. 2 Jahre vor seinem eigentlichen Durchbruch in die Transzendentalphilosophie. Einen scheinbar unscheinbaren Aufsatz, Paper wollte ich sagen, aber zu der Zeit gibt es das noch nicht, mit dem hübschen Titel und auch ein bisschen merkwürdigen Titel von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume. Und in diesem Aufsatz stolpert Kant eigentlich als erster über die Merkwürdigkeiten der Eigenschaft der Händigkeit. Und er macht eine fantastische Konstruktion und führt ein fantastisches Argument. Er möchte nämlich zeigen, dass die Tatsache, dass es händige Objekte in der Welt gibt, etwas austrägt für die Debatte zwischen Substantialisten und Relationalisten. Er möchte behaupten, dass diese Eigenschaft der Händigkeit uns einen klaren Fingerzeig gibt, ja mehr als das, einen Beweis liefert, dass der Substantialismus recht hat und der Relationalismus keine Mittel hat, das zu erklären. Das ist umso bemerkenswerter, als dass er kurz vorher noch in den 50er und 60er Jahren eher der Leibnizschen Position gefolgt ist und dass er etwas später, sicherlich auch im Zusammenhang mit diesem Aufsatz und den Überlegungen, die sich da anschließen, in die Transzendentalphilosophie einsteigt und dann wieder eine ganz andere Raumkonzeption hat. Aber das nur am Rande. Ich betrachte den Kant von 1768, der sich hier als Substantialist geriert oder outet. Wir wollen also dartun, schreibt er, dass der vollständige Bestimmungsgrund einer körperlichen Gestalt nicht lediglich auf dem Verhältnis und der Lage seiner Teile gegeneinander beruhe, wie sich das ein Relationalist vorstellen würde,
sondern noch über dem auf einer Beziehung gegen den allgemeinen absoluten Raum, so wie ihn sich die Messkünstler denken, doch so, dass dieses Verhältnis nicht unmittelbar kann wahrgenommen werden, aber wohl diejenigen Unterschiede der Körper, die einzig und allein auf diesem Grunde beruhen. Da gibt es also offenbar eine Bezugnahme der Objekte zum absoluten Raum. Hier übernimmt er jetzt die newtonsche Position, allerdings völlig anders gewendet, und sagt, und darin können wir etwas lernen darüber, wieso es Eigenschaften gibt, nämlich die Eigenschaft der Händigkeit, die Objekten zukommt, die sie lässt sich ausbuchstabieren in Relation zum absoluten Raum, zu so einem absoluten Bezugssystem, das der absolute Raum bereitstellt. Hier, es geht noch ein bisschen weiter. Er macht jetzt eine fantastische mögliche Weltbetrachtung, wenn wir modern sagen, einen kleinen Schöpfungsmythos, der ungefähr so läuft. Er guckt sich noch etwas genauer die Händigkeit an. Er sagt, die rechte Hand ist der linken ähnlich und gleich, und wenn man bloß auf eine derselben allein sieht, auf die Proportion und Lage der Teile untereinander und auf die Größe des Ganzen, Lagebeziehung des Daumens zu den Fingern, Lagebeziehung der Finger zueinander, so muss eine vollständige Beschreibung der einen in allen Stücken auch von der anderen gelten. Das ist wahr. Die internen Lagebeziehungen aller Finger zueinander und des Daumens zu allen Teilen der Hand sind bei rechter und linker Hand gleich. Ich nenne einen Körper, der einem anderen völlig gleich und ähnlich ist, ob er gleich nicht in eben denselben Grenzen kann beschlossen werden, sein inkongruentes Gegenstück. Voilà, das ist nah an meiner informellen Definition vom Anfang. Sie können die linke Hand nicht mit derselben einhüllenden beschreiben oder versehen wie die rechte Hand. Die haben unterschiedliche umschlossene Grenzen und sind deshalb, Kant nennt das vornehm, inkongruente, nicht in Deckung zu bringende Gegenstücke. Also spiegelasymmetrische Objekte bilden Paare inkongruenter Gegenstücke. Die Hände sind einfach ein paradigmatischer Fall. Dahinter ist also dieselbe Intuition des Nicht-Einschließen-Könnens in denselben Grenzen. Und das Paradoxe, sagt er daran, ist ja, dass eigentlich die internen Lagebeziehungen bei solchen Objekten genau dieselben sind bei beiden Gegenstücken. Ist das nicht komisch? Was ist da los? Ich will das noch ein bisschen vornehmer machen, ein bisschen höher heben. Also wir können mit Kant definieren, zwei Objekte sind inkongruente Gegenstücke, falls ihre Oberflächen durch keinerlei starre Bewegungstransformationen, und das sind Rotationen und Translationen, also kontinuierliche Transformationen, in Übereinstimmung gebracht werden können. Und ich könnte dazu setzen, in Klammern, wohl aber durch Spiegelung. Und jetzt sage ich, ein Objekt O nenne ich vornehm ein Enantiomorph, falls sich das Resultat jeder Spiegelung von O vom Resultat aller möglichen starren Bewegungstransformationen in einer lokalen Umgebung von O unterscheidet. Andernfalls ist O homomorph. Hier mal zwei Beispiele. Also sozusagen diese Figur in der Ebene, stilisiert oder denken Sie sich einfach an den Buchstaben E. Das wäre paradigmatisch in der Ebene, in der Zeichenebene, das ist eine zweidimensionale Figur, in der Zeichenebene ist diese Figur ein homomorph. Warum? Weil sie das Gespiegelte zu dieser Figur, nämlich diese Figur, durchaus mit der anderen in Deckung bringen können, indem sie eben eine Drehung vornehmen. Hier um diese Achse, die hier so rauskommt in der Mitte. Sie drehen einfach in der euklidischen Ebene und können so das eine mit dem anderen in Deckung bringen. Das sind also kongruente Gegenstücke, homomorphe. Umgekehrt ist diese Figur oder das F, beispielsweise der Buchstabe F, und seine Spiegeltransformierte inkongruente Gegenstücke. Es gibt keine Chance, wie sie ein Rechts-F auf ein Links-F drehen oder transferieren können. Keine Chance. Okay. Das mit der lokalen Umgebung wird gleich wichtig. Kant konnte eine ganze Reihe mathematischer Umstände nicht wissen, insbesondere zwei, die hier interessant sind und die man vielleicht dazu nennen sollte, obwohl sie jetzt nicht so wichtig sind für unsere weitere Betrachtung. Einerseits ist das, was wir jetzt hier sagen, wird ein bisschen dadurch verkompliziert, dass man sagen kann, man kann jede Spiegelung in einem Raum einer bestimmten Dimension, etwa im Raum der Dimension n, also in einem euklidischen Raum der Dimension n, da darstellen als Spiegelung in der nächsthöheren Einbettungsdimension. Das gilt zum Beispiel für das E. Wenn Sie sich hier so ein E an der Tafel vorstellen, dann können Sie das E aus der Tafelebene sehr wohl herausklappen und zu einem
gespiegelten E machen. Insbesondere können Sie das mit dem F machen. Das ist ja ein Enantiomorph. Sie können das F also auf das andere draufklappen, durch Drehung, allerdings nur durch Drehung durch die nächsthöhere Dimension, durch die dritte Dimension. Wir gehen aus der Spiegelebene, aus der Tafelebene raus. Das gilt allgemein. Also insofern könnte man immer Spiegelungen durch Drehungen ersetzen. Das heißt, wir müssen das einschränken. Wir betrachten immer sozusagen eine feste Dimension und gestatten nicht den Übergang in die höhere Einbettungsdimension. Außerdem ist es ein Unterschied, ob Räume technisch gesprochen orientierbar oder nicht orientierbar sind. Da wird Herr Scholz wahrscheinlich gleich noch etwas zu sagen. Jede Spiegelung in einem nicht orientierbaren Raum kann nämlich als Translation entlang einer geschlossenen Kurve ausgeführt werden. Das ist ein bisschen komisch und unanschaulich. Vielleicht, ich weiß nicht, erklärst du es gleich nochmal ein bisschen? Nee. Darauf Ach du Schande. Das hier ist das einfachste Beispiel, das typische Standardbeispiel für einen nicht orientierbaren Raum. Das ist ein sogenanntes Möbiusband. Denken Sie sich ein Blatt Papier, möglichst lang. Das ist zunächst mal ein zweidimensionaler Raum. In diesen Raum könnten Sie beispielsweise ein F reinlegen. Dann können Sie diesen Raum, dann ist die Frage, es macht hier keinen physikalischen oder mathematischen Unterschied, ob Sie das von oben betrachten oder von unten. Oben und unten ist in diesem Raum nicht definiert, es sei denn, Sie geben diesem Raum eine Orientierung, weil Sie sagen, ich stelle gewissermaßen ein Vektorfeld da drauf und ich sage, dass in die eine Richtung ist das die Orientierung und in die Gegenrichtung ist das die andere. Sie können diesen Raum orientieren, indem Sie ein solches Feld definieren. Und dann können Sie sagen, ich gucke mal von oben drauf oder mal von unten drauf. Diesen Raum können Sie nicht orientieren. Sie nehmen sich dieses Band, drehen es einmal und kleben es zusammen. Dann erhalten Sie diese Figur. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie sind in dem Raum, mathematisch sind wir ja nur in dem zweidimensionalen Raum. Und Sie haben hier drin ein F, versuchen Sie es zu Hause einmal, Sie legen sich ein F darauf und Sie schieben das F durch diesen Raum durch. Dann können Sie tatsächlich durch Schieben des Fs durch dieses Möbiusband, wenn Sie einmal durchschieben, aus dem Rechts-F ein Links-F machen. Und wenn Sie nochmal durchschieben, machen Sie auf dem Links-F wieder ein Rechts-F. Sie können also eine Spiegelung, das was lokal wie eine, was lokal wie eine Spiegelung aussieht, durch eine globale Translation durch den gesamten Raum ersetzen. Also das müssen wir auch ausschließen für unsere Definition, dass so ein Trick möglich ist. Wir sollten auch unterscheiden, wir können das auch anders ausdrücken, was ich gerade gesagt habe, wir sollten dazwischen unterscheiden, ob uns das eigentlich interessiert, ob das eine Eigenschaft ist, die irgendwie was mit diesen globalen topologischen Eigenschaften des Raumes zu tun hat, oder ob das gewissermaßen eine lokale Eigenschaft ist. Mich interessiert eigentlich mehr die lokale Eigenschaft. Denn ich meine, selbst wenn es so wäre, dass wir Spiegelungstransformierte durch so eine globale Operation ineinander überführen können, hilft uns das in unserer lokalen Region sozusagen nicht viel. Das wäre ungefähr so, als würden Sie, jetzt mache ich mal ein makabres Beispiel, als würden Sie einem Einarmigen, der sagen wir mal noch den linken Arm hat, einen rechten Handschuh zu Weihnachten schenken. Dann wird er sagen, Mann, was soll ich denn damit? Und dann werden Sie sagen, wart's mal ab, weißt du was, wir haben jetzt rausgefunden, dass wir eigentlich in einem Möbiuskosmos leben. Du musst diesen Handschuh nur einmal durch den ganzen Kosmos führen und dann kannst du ihn benutzen. Das nützt ja keinem was. Also da bleibt immer noch ein Unterschied, nicht wahr? Mit diesen Provisos, mit diesen Einschränkungen kommt jetzt der Schöpfungsmythos, den ich eben schon angedeutet habe. Wenn man sich vorstellt, sagt nun Kant, das erste Schöpfungsstück solle eine Menschenhand sein, so ist es notwendig, entweder eine rechte oder eine linke. Und um die eine hervorzubringen, war eine andere Handlung der schaffenden Ursache nötig, als die, wodurch ihr Gegenstück gemacht werden konnte. Das ist eine starke Prämisse. Das ist seine eigentliche Prämisse. Das ist eine substantialistische Prämisse. Er sagt im Grunde, der liebe Gott müsste, wenn er eine mögliche Welt schafft, in der nur eine Hand existiert, leerer Raum und nur eine Hand, vielleicht auch nur der Raum, den diese Hand ausfüllt, dann macht er de facto etwas anderes, ob er eine linke Hand erzeugt oder eine rechte Hand erzeugt. Er erzeugt zwei physikalisch distinkte Welten. Das ist genau die substantialistische Vorannahme natürlich. Nimmt man nun den Begriff vieler neuerer Philosophen, vornehmlich der Deutschen, an, kleine Spitze gegen Leibniz und Wolf, nimmt man also den Begriff der Relationalisten an, dass nämlich der Raum nur in dem äußeren Verhältnisse der nebeneinander befindlichen Teile der Materie bestehe, so würde aller wirkliche Raum in dem angeführten Falle nur derjenige sein, den diese Hand annimmt. Der Relationalist,
sagt Kant, hat keine Möglichkeit, zwischen diesen beiden Szenarien zu unterscheiden. Weil ja die Lagebeziehungen der internen Teile der Hand in einem solchen Fall, die sind ja dieselben, hatten wir uns schon überlegt, also kann er nicht zwischen einer rechts geschaffenen oder als links geschaffenen Hand unterscheiden. Und jetzt kommt eine Plausibilitätsbetrachtung, weshalb er glaubt, dass das aber ein Fehler ist. Weil aber gar kein Unterschied in den Verhältnissen der Teile derselben unter sich stattfindet, sie mag eine rechte oder linke sein, so würde diese Hand in Ansehung einer solchen Eigenschaft gänzlich unbestimmt sein. Der Relationalist müsste also annehmen, die Hand ist weder rechts noch links, sondern ist einfach eine händige Hand. Aber sie ist nicht eine rechte Hand oder eine linke Hand. Okay, könnte man ja sagen, das darf der Relationalist sagen. Aber, sagt Kant, sie würde dann aber auf jede Seite eines menschlichen Körpers passen. Und das ist unmöglich. Ja, das ist natürlich eine steile Weiterführung des Arguments, weil Kant jetzt so gewissermaßen so tut, also hätten wir zunächst nur Adams Hand geschaffen und würden dann im zweiten Schöpfungsakt gewissermaßen noch Adams Körper, jetzt aber nur mit Armstumpfen, das ist alles ein bisschen makaber, also mit Armstumpfen schaffen, dann würde diese vormals geschaffene Hand, dieses erste Schöpfungsstück, auf beide Armstümpfe passen. Und das kann ja wohl nicht sein. So will er gewissermaßen den Relationalisten überführen. Dass das nicht ganz koscher ist, ahnt man sofort, denn er ändert ja sozusagen im Gedankenexperiment die Bedingungen. Vorher war es nur ein Objekt, jetzt sind es zwei Objekte. Deshalb vielleicht, obwohl mich das nicht weiter interessieren wird, es ist ziemlich klar und es ist auch relativ unkontrovers in der Literatur, dass das kantische Argument nicht gut funktioniert, dass da allerlei Fallstricke drin sind und man ist nicht ganz einig, welche Fallstricke es genau sind, aber sozusagen jeder Kommentator findet den einen oder anderen Fallstrick. Also Kants Szenario nach Einführung des Körpers ist die Hand nicht mehr das einzige händige Objekt in der Welt, da kann man einiges dran hängen, ob man das dann für ein gutes Argument halten möchte oder nicht. Das ist deshalb wichtig, weil man natürlich Folgendes beachten muss. Er hat recht. Inkongruente Gegenstücke sind bezüglich interner relationaler Abstände ununterscheidbar. Aber, das heißt, Relationalisten können Händigkeit nicht erklären, händige Phänomene gehen über diese internen Körperrelationen hinaus, aber man kann natürlich schon Folgendes machen, ach, das steht hier gar nicht auf der Folie, es kommt auf der nächsten, der Relationalist kann selbstverständlich natürlich so etwas sagen wie, habe ich zwei Hände, dann ist die eine einfach das Gegenstück von der anderen. Das ist etwas, was der Relationalist sagen kann. Er kann nur nicht sagen, die eine ist eine rechte und die andere ist eine linke. Das kann er weder tun, wenn nur eine Hand da ist im Kosmos, noch wenn zwei Gegenstücke da sind. Er kann sehr wohl definieren, was inkongruente Gegenstücke sind. Ich komme gleich darauf, Entschuldigung. Das Argument bei ihm soll also sein, weil der Relationalist das angeblich nicht kann, muss man gewissermaßen Absolutist sein oder Substantialist. Denn der Substantialist oder Absolutist hat die Ressourcen einer Erklärung. Der kann sagen, die Händigkeit kommt dadurch zustande, liegt dem Körper inne, in Bezug auf ein absolutes Bezugssystem, das der absolute Raum einem spendiert. Dadurch lässt sich sozusagen, also durch eine absolute Orientierung des Raumes, muss der ja genau sagen, dadurch kann er das sagen, weil es das gibt, diese händigen Objekte, muss der Raum absolut sein. Voilà, soweit das Argument für den absoluten Raum bei Kant. Ein ganz anderes Argument als dasjenige, das Newton viel früher gegeben hat, von ganz anderer Art. Newton hatte physikalische Argumente für den absoluten Raum, die Einführung von Trägheit. Die einzige Gemeinsamkeit zwischen den beiden besteht vielleicht darin, dass man sagen kann, bei Kant ist es ein bisschen so, dass er sagen will, der absolute Raum stiftet gewissermaßen diese Eigenschaft der Händigkeit. Und bei Newton ist es ein bisschen so, dass er gewissermaßen sagen will, der absolute Raum stiftet Trägheit. Und beide sagen aber nicht, wie das geht. Beide geben sozusagen keinen Kausalmechanismus. Newton gibt das auch offen zu. Er sagt, ich stelle einfach nur fest, es gibt Trägheitskräfte in unserer Welt, das ist erklärungsbedürftig und mir fällt nichts Besseres mehr ein, als zu sagen, das muss der absolute Raum sein. In Bezug auf Drehungen, in Bezug auf den absoluten Raum an Objekten führen zu Trägheitskräften. Ich gebe aber keinen Kausalmechanismus an und weitere Spekulationen will ich auch nicht durchführen. Hypothesis nun Fingo, sagt er dann in dem Zusammenhang. Und insofern hier kein Mechanismus angegeben wird, bleibt das Ganze natürlich ein bisschen ad hoc. Ich bin schlecht in der Zeit.
Ja. Also Relationalisten können offenbar nur Folgendes machen. Sie können die einsame Hand so beschreiben, dass sie sagen, das ist ein händiges Objekt, aber nur als eins, das eine indefinite Händigkeit besitzt. Und jetzt kommen wir zu einer Unterscheidung, die ich bisher ein bisschen unter den Tisch habe fallen lassen, die aber total wichtig ist für die Debatte, die wir bisher geführt haben. Wir müssen nämlich zwischen zwei Dingen begrifflich total unterscheiden. Es gibt Händigkeit per se, wenn Sie so wollen, und es gibt Händigkeit im, entschuldigen Sie den englischen Ausdruck, ich finde den irgendwie schöner als im Deutschen, im Which-is-which-Sinne. Sie können auch welche ist welche lesen. Es ist ein Unterschied, ob wir uns fragen, wollen wir die Eigenschaft eines Objektes beschreiben, einfach nur ein händiges Objekt zu sein, oder wollen wir die Eigenschaft eines Objektes beschreiben, ein spezifisch händiges, nämlich ein rechtshändiges oder ein linkshändiges Objekt zu sein. Offenbar stellt eins überhaupt kein Problem für den Relationalisten dar. Diese Unterscheidung macht Kant nicht. Es ist nicht ganz klar, ob ihm die überhaupt klar war. Eins stellt kein Problem für den Relationalisten dar. Die Definition von Enantiomorphie, die ich Ihnen gegeben habe, ist eine einwandfreie, legitime Definition, die auch der Relationalist überleben kann. Aber das Problem 2 ist durchaus ein Problem für den Relationalisten. Er hat keine Ressourcen, auszuzeichnen, was ist rechts und was ist links. Er kann nur sagen, das eine ist das Gegenteil vom anderen. Und das ist auch das eigentliche Osmar-Problem gewesen, die eigentliche Osmar-Barriere. Nicht, wir können ja unseren Freunden sagen, wie sie händige Objekte herstellen sollen. Im Grunde haben wir das ja getan mit den beiden Würfeln. Und wir haben gesagt, okay, jetzt habt ihr die Wahl. Ihr könnt zwei Würfel herstellen. Den einen nennt ihr eben rechts drehen und den anderen links drehen. Aber wir können unsere Konventionen nicht matchen. Wir haben keine Chance, die Konventionen zu matchen. Also mich interessiert, which is which Händigkeit. Das überspringe ich. Was hat das alles mit moderner Physik zu tun? Das Ganze wird zum Problem für die moderne Physik und unser Verständnis der modernen Physik, wenn wir in das Jahr 1956 gehen. Im Jahr 1956 hat nach einer Vorhersage von Ni und Yang, in einem aufsehenerregenden Experiment damals durch Frau Wu, der sogenannte Sturz der Parität, so wird das in der Physikgeschichte dann genannt, stattgefunden, ein Schock für die Physik der 50er Jahre, ein Schock für alle, auch die großen Physiker ihrer Zeit. Pauli etwa wollte es nicht glauben. Die Natur, so scheint es, zeigt uns im Experiment, nämlich bei Prozessen der schwachen Wechselwirkung, dass wir können sagen, die Spiegelungstransformation ist nicht ganz exakt, nämlich die Paritätstransformation, was ungefähr auf dasselbe hinaus, aber es in 3D auf dasselbe hinausläuft, dass die Spiegelungstransformation in der Natur verletzt ist, bei Prozessen der schwachen Wechselwirkung. Cobalt 60 zerfällt in diese Zerfallsprodukte, aber die Elektronen, die beispielsweise dabei entstehen, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, zerfallen mit größerer Wahrscheinlichkeit in Richtung des Spins des Cobalt 60 und nicht in die Gegenrichtung. Das heißt, Sie haben sozusagen eine Bevorzugung einer Händigkeit im Which-is-which-Sinne. Weil das passiert in diesem Prozess, können Sie in diesem Prozess rechts und links voneinander unterscheiden. Nein, genauer, die Natur unterscheidet rechts und links voneinander, so scheint es. Sie verletzt die Spiegelungstransformation. Sie zeichnet rechts und links voneinander aus. Man hatte zunächst angenommen, gut, also das ist analog mit der Verletzung der Materie-Antimaterie-Symmetrie und man hat dann ein paar Jahre lang die Vorstellung gehabt, dass die kombinierte Operation C und P, also die Vertauschung positiver und negativer Ladungen und die Spiegelungstransformation oder genauer Paritätstransformation, dass die eine Invariante darstellt, aber es hat keine 10 Jahre gedauert, dass man sah, dass auch CP nicht erhalten ist, sondern verletzt ist und der Stand der Dinge seither ist, dass die kombinierte Transformation aller drei diskreten Symmetrien, die wir in der Physik kennen, C, P und T, eine Invariante darstellt. Immerhin, das ist ein bisschen ästhetisch befriedigend, dass es alle drei gemeinsam sein müssen. Aber alle sechs Unteroperationen sind verletzt. Alle Kombinationen aus C, P, T untereinander oder auch zwei davon sind verletzt. Insbesondere P. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja und? Haben wir jetzt nicht eine Lösung unseres Osmar-Problems? In gewisser Weise ja. Die P-Verletzung, das können wir so ansehen, liefert uns in gewisser Weise eine Lösung unseres Osmar-Problems. Wir könnten nämlich Folgendes sagen.
Liebe Freunde am anderen Ende der Leitung, wir sagen euch jetzt, was wir rechts und was wir links nennen. Ihr müsst einfach nur ein Cobalt-60-Zerfallsexperiment durchführen. Dann werdet ihr feststellen, dass es eine Vorzugsrichtung gibt für die Elektronen, dass es eine Vorzugsrichtung der beteiligten Helizitäten gibt, etwa des Antineutrinos, das dabei mit entsteht. Und das nennen wir dann so oder so. Wir können daran gewissermaßen unsere Konventionen von rechts und links durch Aufweis dieses Naturprozesses koordinieren. Wir könnten das eine Art, wenn Sie wollen, Fernosttension nennen. Also wir geben eine ostensive Definition über eine Distanz, at a distance. Das ist in Ordnung. Ich überspringe vielleicht diese anderen Dinge, weil selbst wenn wir das Osmar-Problem gelöst haben, haben wir nicht unsere eigentliche philosophische Fragestellung gelöst. Was ist die Natur dieser Eigenschaft, insofern dieser Prozess in der Welt, linkshändig und rechtshändig voneinander auszeichnet? Das ist eigentlich das, was uns interessiert. Und damit können wir gewissermaßen das kantische Argument in einer saubereren Form wieder aufleben lassen. John Erwin hat das hier in wunderbarer Weise getan. Er sagt nämlich, the failure of mirror image reflection to be a symmetry of laws of nature, Qualitätsverletzung, is an embarrassment for the relationalist account sketched. For as it stands, that account does not have the analytical resources for expressing the law-like asymmetry for the analog of Kant's hand standing alone. Putting some 20th century words into Kant's mouth, let it be imagined that the first created process is a beta decay. The absolutist has no problem in writing laws in which a so-and-so handed decay is more probable than the other. But the relationalist certainly does. Entschuldigung. Since for him, both decays are supposed to be merely different modes of presentation of the same relational model. Der Relationalist muss annehmen, dass die Leibniz-Äquivalent sind. Der Absolutist kann sagen, es gibt eine bevorzugte Orientierung im Raum und das ist ja das, was ich die ganze Zeit behauptet habe. Und das drückt sich hier aus. Vielleicht, weil ich ein bisschen spät in der Zeit bin, überspringe ich diesen Punkt. Das könnten wir in der Diskussion gerne aufgreifen. Vielleicht sind einige von Ihnen nicht einverstanden und sagen, wir haben aber doch CP oder CPT-Invarianz und löst das nicht unser Problem. Es gibt doch sozusagen auch die P. P selber ist zwar verletzt, aber CP oder CPT ist doch erhalten. Das heißt, es gibt einen Leibniz-äquivalenten Prozess zu jedem Prozess in unserer Welt, nämlich ein CPT-gespiegelter Prozess. Das löst nicht unser Problem, das könnte ich Ihnen im Detail zeigen, weil also bestimmte Prozesse trotzdem nicht vorkommen und man sich fragen muss, warum nicht? Es werden einige ausgezeichnet mit ihren beteiligten Händigkeiten der Zerfallsprodukte, der Elementarteilchen und andere nicht. Und das bleibt unser Problem. Vorletzte Folie. Letzte Folie tatsächlich. Hat Erwin recht, wenn er sagt, der Substantialist hat im Gegensatz zum Relationalisten bessere Karten? Er kann erklären, wie es zu ausgezeichneten Händigkeiten in unserer Welt kommt. Ich glaube, dass das eigentlich ein Pyrrhus-Sieg ist. Denn wenn man sich mal überlegt, was kann der Substantialist eigentlich anbieten als Erklärung? Er kann nur sagen, naja, es gibt eine ausgezeichnete Orientierung in der Welt. Ja, das wussten wir schon, das sehen wir durch diese Zerfallsprozesse. Es gibt irgendwie ausgezeichnete Ähnlichkeiten. Das ist ja genau unsere Fragestellung. Es ist sicher richtig analysiert, schon von Kant und aber genauer jetzt von Erwin, dass der Relationalist keine Ressourcen hat, zu erklären, wie in einer Welt, die gewissermaßen seiner Doktrin folgt, eine Ähnlichkeit ausgezeichnet werden kann. Und damit hat er ein Problem. Wir können offenbar unsere relationalistische Doktrin oder Neigung, die die meisten Physiker im Übrigen haben, würde ich annehmen, nicht durchhalten angesichts der modernen Physik. Das ist ein Problem für den Relationalisten. Aber steht der Substantialist besser da? Ich hatte ja schon gesagt, dass der Substantialist eigentlich eine Ad-hoc-Erklärung gibt. Schon Kant tut das. Er sagt einfach nur, naja, es gibt eben eine Orientierung und woher die kommt, darüber sagt er nichts. Er gibt keinen Kausalmechanismus an. Wir könnten uns welche ausdenken. Das tut das Standardmodell aber nicht. Wir könnten zum Beispiel sagen, also Haggard hat mal so eine Überlegung angestellt, es könnte ja so etwas geben wie ein Orientierungsfeld in der Welt. Aber das müsste dann irgendwie dynamische Eigenschaften haben, die noch nie jemand beschrieben hat. Und solange wir das alles nicht sehen dann, und wir kein Modell dafür haben oder das inkorporiert haben in unsere Naturgesetze, ist diese Erklärung schlicht nicht vorhanden.
Das heißt, die Erklärung des Substantialisten ist und bleibt eine Ad-hoc-Erklärung. Die geht nicht in die Tiefe. Die gibt keinen Kausalmechanismus. Und damit ist sie auch nicht viel, viel besser als gewissermaßen der Erklärungsbankrott des Relationalisten. Fazit: Relationalisten können P-Verletzung nicht erklären, aber der Händigkeitssubstantialismus bietet bestenfalls eine Ad-hoc-Erklärung. Wir haben ja ein Rätsel, dass wir eigentlich nicht wissen, welcher ontologischen Auffassung wir eigentlich folgen sollen, angesichts des Befundes, den das Standardmodell heute liefert. Und damit beschließe ich es vielleicht erstmal. Okay.